To besieg in den Fahnen. Täglich sind wir to besieg in den Fahnen, wie das Edwirk Grinsfeen in Zierte lohnt. Herbert Block ist die Edboss, für Hans Brinkmann die Boss. Oder hier, aber hier kann man richtig schön baden im Moor. Na, Rasmus, auf das wohl wer ist, in Fahnen Borde, Borde, der man doch in der Badewanne. In den Fahnen kann man versacken. Ein Schau ist er weg, aber Herbert kann ihm retten. Mag nix, man kann denn wir stehen, mag je. Früher wie die Fahnen noch viel gefährlicher als Delich, denn Delich ist die Fahnen durch Schlote Druckleit. Aber früher, wie die Fahnen steden wie sie ganz weit und murrach. Man kude ran versacke. Hier sind steden durch schon so ut, als früher die ganze Fahnen utsach. Hier wurde noch bis vor ein paar Jahren Eid aufbaut und alles wie druch. Als das ganze Eid an diese Städte weg war, hätt man den Fahnen wie weitmarket, dat die wir wachsen kon. Aber bis das Eid wie schon mit der Tschuck ist, durch der schon dusen Tiere, dann fahren wächst in ein Tier Blut an Millimeter. Da kann ich auch meinen Zollstock nehmen. Den kann ich, also wenn es sein muss, ich habe jetzt kein festes Stöckchen, den kann ich, ich weiß nicht, wie tief reindrücken. Wenn ich da reinfall, dann bin ich weg. Da komme ich auch nicht wieder raus. Nee, ich krieg den hier nicht so richtig raus. Das ist Torfmoos, ja, das ist die Pflanze, Torfmoos, Sphagnum. So, und die kann 90% von ihrem eigenen Gewicht an Wasser speichern. Das ist das Moor. Wenn dies hier nachher zersetzt wird durch die Huminsäure, die in dem Moorboden drin ist, dieser saure Boden, wird dies zersetzt und das ist nachher dieser Weißtorf. Wir wollen uns das mal genau ankicken. Fahnen bestand und ganz viel uroldet Moos, das nur noch erwachsen ist. Das Wirk hat Eid. Als Eidsode schucht das ut als Brot. Bibi leicht. Jo steht der Maschine, musste extra der verbaut werden. Alles läuft von alleine, sondern Hydraulik. Schärpe Sachse schneidet den Fahnen durch Soden. Durch Soden kann man etwas gut stoppeln. Hier wies du Rasmus an E-Zoden, die noch ganz weit und schwer ist. Weil du Zoden lange in Wind und Sonne leihen habe, werde du Druck und Licht. Dann muten du Zoden mit der Hunde umgesetzt werden. Mit Maschine gunge du Zoden stücken. Du Zoden umzusetzen ist eine schwere Arbeit. Du werde in ein Tier zwei umgesetzt, damit du auch ganz Druck werde. Drucket Grieseed kostet viel Geld. Das setzt viel Arbeit an. Wenn du arbeitest, Ferien und Hebe, mit Herbert Etter, wofür du Edringer schaffet hebe. Elke Edringer kann deges 200 Meter schaffen. Und das sehen wir mit 10 Jahren nicht mehr. Warum nicht? Warum sehen wir das in ein paar Jahren nicht mehr? Weil dann der Torf abgeerntet ist. Grieseed ist die bobbeste Eidlage in den Fahnen. Dann kommt die Schwotefahne.
Wenn das Grießeet in ein paar Jahre aufbunkert ist, dann ragt es in diesem Fahren nie Grießeet mehr. Diese Grießeet ist druch und kann etter das Eet wieder gebracht werden. Die Fahnenbohnen bringt den Grießeet erstmal an den Rand von den Fahnen. Oh je, bitte! Schwoteet band gut, wenn die presst und total druchdruget ist. Früher haben die Leute Eet Blut an Bahnen gebraucht, darum haben die Blut Schwoteet gerieben. Grießeet wurde aufbunkert, das was nix weht. Derlich ist es aus, denn von Bahnen wird Eet Blut noch mehr gebraucht. Den Mastefahren wird derlich in Thun und Thunkereien gebraucht. Adele hat es nun flog mecke geworden.